Ton auf. Ja, aber die jetzt auch. Vernichterfolge. Now Black Cola? Nein. Die trinken wir jetzt. Natürlich jetzt. Aber auch sonst. Also quasi now. Right now, right here. Fatboy schlimm und so? Ja, right schlimm. Now. Wieder right Witz. Here. Right, ja. Die Cola-Kracher-Spezi. Der grüne Herbert. Herpes. Der grüne Herpespilz, Entschuldigung, der grüne Fußpilz. Ja, von Pilz habe ich nichts gesagt. Herpes. Ich aber. Pusse. Ob das bei denen funktioniert? Nee, schade. Das war nicht stark genug. Aber warte, klirr. Zwei Teile. Ist ja dein Zimmer. Psst, wir sind hier top secret. Das weiß hier niemand, wo wir sind. Ihr habt nicht das Geringste gesehen. Vor allem dein Zimmer ist also genaue Angabe. Mhm. Auf Foursquare seht ihr jetzt hier dein Zimmer irgendwo in Deutschland. Nee, stimmt gar nicht. Wir sind in Molossia. Wo sind wir? Hast du nicht gesehen? Bei That Guy with the Glasses, das zweite Jubiläum, wo sie Kick-Assia erobert haben. Da haben sie den Staat Molossia überfallen und dann Kick-Assia draus gemacht. Kick-Assia habe ich übersprungen, weil ich es scheiße fand. Ich habe es echt nicht angeguckt. Nee, absichtlich. Aber das Dreijährige hast du angeguckt. Welches war das? Das war das mit, oh Gott, diesem Kampf. Ah, Magic Super, Super Mega Death Christ, war das nicht? Nein, das. Ah, nee, das ist AVGN, gell? Ja. Das ist, glaube ich, das Erstjährige. Nee, das Dreijährige war mit so einem Typ, der steht für Magie und der andere Typ steht für technischen Fortschritt. Und weil der andere, der mit Magie damals den Kampf verloren hat, gibt es in unserer Welt keine Magie mehr. Und er ist aber jetzt irgendwie befreit. Boring! Nee, das ist echt lustig. Thatguywiththeglasses.com. Bupp. Wenn ihr mal extrem viel Langeweile habt, der Typ ist echt gut. Kann man sich echt mal angucken. Wenn ihr natürlich Englisch könnt, was ich mal voraussetze. Der Typ, Bones. Ich meine, dessen ganze Palette an Scheißdreck. Palette an, nee, weil das sind ja NC, Nostalgia Critic. Ja, alleine mal er. Er macht den Nostalgia Critic, er macht die Bum Reviews, er macht Ask That Guy, dann macht er noch verschiedene That Specials. That Guy Riffs. Dann, wie heißt das andere? Videogame Confessions. Video Game Confessions, genau. Genau. Dann, das macht alles er selber. Genau. Dann gibt's Nostalgia Chick, dann gibt's Linkara, der seine Comicbook Reviews macht. Benzai. Brad Jones. Brad Jones, dankeschön. Ja, der auch nochmal an sich die Leute nochmal Unterkategorien haben. Ja, die haben auch alle nochmal. Brad Tries Brad und so weiter. Tries, genau. Und so weiter. Dann, wen gibt's noch? Ja, noch viele andere. Mehr. Noch viele, viel zu viele. Das ist eine riesenbreite Palette, die der da hinsetzt. Mein Magen blubbert. So viel Entertainment kann man eigentlich an einem Tag gar nicht runtergucken. Nee, sowieso nicht. Angry Joe auch alleine, was der an Game Reviews macht, der haut ja vor allem auch das vom, wie hieß da, Cinema Snob. Ja. Der ist ja nicht mal alles bei dem seiner Seite drauf. Also bei der NC-Seite. Ja, bei der NC. Die schönsten rein verlinkt. Wenn du nochmal auf seine Seite gehst, hast du ja nochmal hunderte mehr. Ja, bei Spoonie genauso. Spoonie hat ja auch nochmal seine eigene Seite. Ja, die nehmen schon seit Urzeiten Film-Reviews auf. Ein riesen Ja, genau. Was mir seit einer... Wisst ihr noch, bevor es leer ist? Ja. Was wir die ganze Zeit... Du bringst mich voll raus. Was ich seit einer ganzen Weile gucke, ist von Spoonie die Counter-Monkey-Geschichten. Da sind immer so Sachen aus seinen frühen Erlebnissen von D&D. Okay. Also Dungeons and Dragons. Ich weiß. Und ist einfach brutal lustig, wenn du da erzählt kriegst, was er da für Erlebnisse hat und so. Krass. Und der macht wirklich... Der, komm, der, nee, der macht extrem viel. Und der hat ja auch, ich glaube jetzt mittlerweile das vierte Final Fantasy am Stück reviewed. Also der hat, glaube ich, angefangen mit 8 oder 9 oder 10, keine Ahnung was. Und dann welches meinst du, Final Fantasy, die Spiele? Ja. 7 dann, wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung, irgendwas eins, was brutal schlecht war. Ja? Dann war es nicht 7, das ist eins der besten. Nee, er macht die schlechten. Ach so, okay. Ja, ich glaube, er hat mit 10 oder 10-2 da angefangen. Die sind auch scheiße. Ja, der 9er ist auch nicht gut. Ja, oder sowas. Er hat sich durchgezogen. Und Ich glaube, das Erste, was er gemacht hat, hat über 10 Parts. Oh Gott.
womit ich gerade beschäftigt bin, wo wir gerade schon dabei sind, weniger uns über die Getränke aufzuregen und mal aus dem Nähkästchen plaudern, was ja auch mal ganz nett ist. Ich bin mal seit ewigen Zeiten wieder zum Zocken gekommen. Und zwar bin ich gerade sehr mit Indie-Games beschäftigt. Ah. Also mehr so die Sachen, die man eigentlich eher nicht so kennt. Prostata. Und zwar, viele fluchen ja immer gerne über Steam. Steam ist bekannt für Valve, Counter-Strike-Geschichten, also alle, die irgendwie mal Counter-Strike gespielt haben oder irgendwelche Half-Life-Games oder irgendwelche anderen Modifications dafür, Portal, whatever, läuft alles über Steam heutzutage. Auch die großen Hersteller wie jetzt EA Games und so weiter, die ihre Modern Warfare und so weiter rausbringen, laufen alle über Steam. Aber das Schöne an Steam ist, diese ganzen Indie-Games. Es läuft auf Steam! Wow! Nee, das Schöne daran ist, dass auch kleinere Publisher dort eben ihre kleineren Games rausbringen. Und du sie dann auch findest, weil im Normalfall hörst du von diesen Spielen gar nichts. Das ist das Problem. Genau. Und dort ist eben die Möglichkeit, hier, dieser kleine Entwickler hat echt ein gutes Spiel rausgebracht, guckt es euch mal an, könnt ihr für, keine Ahnung, 3 Euro oder 5 Euro kaufen. Ja, die gibt es relativ günstig. Richtig. Das ist genau das, was im App Store oder sowas, was da sich quasi so durchsetzt. Ja. Weil da bringt irgendeiner eine günstige, gute App raus. Genau. Und dann, hier, guck da, das habe ich auch. Und dann lädt sich der Nächste die App runter und dann spreadet das so, weil im App Store wird das ja dann immer so quasi gefeatured. Genau. Und den hatte ich auch vor, jetzt in der nächsten Zeit auf Tacklemania.de ein paar Reviews dazu rauszubringen. Das eine ist Limbo. Das ist ein lustiges Spielchen, was komplett in Schwarz-Weiß gehalten ist. Also wirklich komplett. Du siehst auch die Spielfigur nur schwarz umrandet und weiß blinkende Augen, sehr cool gemacht. Okay. Und es hat auch keinen eigenen Soundtrack in dem Sinne, sondern du hörst wirklich nur die Waldgeräusche oder die Soundeffekte, aber nicht wirklich direkt irgendein Soundtrack im Hintergrund laufen. Das andere ist Super Fleischjunge, Super Meat Boy. Du springst warte mal, Moment. Hol kurz mal her, diese lustige Schachtel. Wir machen jetzt hier einfach einen Cut. Hat keiner gemerkt. Haben wir nämlich hier wunderschön. Also man kann es natürlich aus Steam auch ohne allem irgendwelchen Zusätze kaufen. Aber ich hatte dann das lustige Spielchen im Markt stehen sehen. Super Fleischjunge, Super Meat Boy. Auch interessant sind dann eben die ganzen Kritiken dazu. Ein Rülps. Süchtig machen und also ein Rülps-Spiel. Das ist jetzt die Ultra Edition, da ist auch noch ein Poster drin und scheiß nicht alles. Irgendwelche Karten, aber hauptsächlich eben auch alles Spiel. Sehr, super lustiges Jump'n'Run-Spiel. Wäre übrigens lustig, wenn du es hochhältst. Habe ich schon 5-mal. Nee, du hast es hier gehalten. So, ich halte es für die restliche Review hier für meinen Kopf, dass auch jeder gesehen hat. Nein, also hier ist der Super Fleischjunge. Ja. Nett. Dieser kleine Fleischklumpen, der da durch die Gegend springt und hoch und hin und her sliden kann. Und wenn du ihn in irgendeine Kettensäge hältst, dann verfetzt ihn einfach. Und du startest wieder von vorne. Er erinnert mich sehr stark an, ach Gott, wie heißt's? I Wanna Be The Guy. Genau. Genau. Das Lustige ist, in dem Spiel kannst du ihn als den Guy, als also The Kid, als Bonus freispielbaren Charakter freischalten. Da gibt's nochmal 16 Zusatzspiele. Auch die Headcrab aus Half-Life. Kannst du da auch spielen und lautet auch den Mr. Minecraft gibt's. Anderes nettes Indie-Game, was du bestimmt schon mal gehört hast, mit dem Blöckchen setzen, auch sehr geil, spiele ich auch. Kannst du mittlerweile eigentlich gar nicht mehr Indie sagen, so wie das gehypt wird. Ja, das stimmt schon, aber es gestartet, also ich habe als Indie-Game gestartet, wo noch nicht der große Hype drum war. Ich habe ab der Beta 1.0 oder welche war es? Vor allem haben die allererste Version, die es rauskam, die noch kostenlos war, habe ich. Vor allem haben durch Minecraft diese Let's Play-Videos einen riesen Zuwachs gekommen. Ja. Ich meine, es gab es ja schon vorher, aber das war stark im Underground und durch Minecraft auf einmal wupp, war es da. Und nicht mehr aufzuhalten. Mach weg, jetzt ist es auch nicht mehr wert. Du Schlampe. Ich verrate dir was, wir haben noch eine Flasche. Psst, genau. Ein unsichtbares E. Genau. Was? Ein unsichtbares E. Genau. Ja, zurück zu den Nils. Also Super Fleischung ist sehr lustig, dadurch, dass du eben ganz viel zusätzliche Sachen einsammeln kannst, super viele Welten gibt. Und das Lustige ist, für jede einzelne Welt, also Welt 1, Welt 2, Welt 3, gibt es noch eine Parallelwelt, die einfach mal dreimal so schwer ist wie die eigene. Also sowas wie bei, was war das? Zelda. Diablo früher. Ja. Da konntest du ja auch normal Albtraum und Hölle. Genau, das waren unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, aber die Level blieben gleich. Ach bei so. Super Meat Boy verändern sich aber auch die Level. Ach so. Da sind zum Beispiel dann zusätzliche Kettensägen oder Fleischwölfe drumherum angeordnet, wo du dann dazwischen dich durchmanövrieren musst. Ah, verstehe. Also es ist wirklich anderer Levelaufbau. Und zum Schluss, was ich mir noch neu geleistet habe, ist Orcs Must Die. Mhm. Das ist quasi ein Tower-Defense-Spiel, nur in 3D. Das ist gut. Also man merkt, wenn das man Zeug davon ordentlich säuft, dann... Boah. Aber ist ja wurscht. Ja. Wir machen da heute eh Plauderstunde.
Wo war ich? Ach ja, Oxmark. Sollten wir eigentlich öfters machen. Einfach nur labern, während wir irgendeine. Getränke sind sowieso nur da. sind einfach nur da. Anwesend. Die Leute gucken sich's eh an. Ja, eben. Pff, war, ihr Noobs. Ihr Spaß. Seid so blöd. Nein, liked weiter. Ist super. Scheiß-Fans. Auf die Scheiß-Fans. Spaß, wir finden euch klasse. Macht weiter so. Wenn man Spaß sagt, ist es nicht mehr lustig. Entschuldigung. Wir sind ja hier ernst. Hallo Ernst. Horst. Ich hab den Faden. Ach, da ist er ja. Warte mal, ich schau mal kurz, was die Aufnahme macht. Ich schau mal auf die Aufnahme, wie spät es ist. Genau. Und, was hat die Kamera gemacht? Sie ist da. Sie ist da. Also ihr seid noch da. Gut. Orks Must Die war ich stehen geblieben. Genau. Dieses lustige Spiel, wo unterschiedlichste Arten von Orks auf deine Grube zu rennen, hinten so ein komisches Portal in eine andere Dimension, das du beschützen musst. Mhm. So, du setzt da unterschiedliche Fallen hin. Warte mal kurz. War das, was wir, wo wir dieses Mario vs. Dingsbums Mashup gesehen haben, oder ist das was anderes? Nee, ist was anderes. Hab ich dir da irgendwas gezeigt? Ja, ja. Ist ja wurscht. Egal. Ich verlinke einfach das Video, was ich meine, jetzt einfach mal hier. Wollte ich gerade sagen. Das geht immer. Orks, was da verschiedenste Fallen, zum Beispiel irgendwelche lustigen drehenden Äxte oder Schubfallen, die Viecher in irgendwelche Abgründe stoßen und so weiter. Wie man es halt so kennt, so von Tower Defense Sachen. Oder von Prince of Persia. Oder so Prince of Persia, ja, das sind die typischen Fallen. Die typischen Prince of Persia, genau. Dumm. Und weg. Ja, genau sowas ist das auch. Und da fliegen auch, wenn ich habe zumindest die englische Version davon, da ich mein Steam auf Englisch umgeschaltet habe, läuft das komischerweise, hätte ich nicht gedacht. Blood Splash! Genau. Da fliegen die Einzelteile von den Orks in der Gegend rum. Ist echt lustig. Und macht echt Laune. Ja, so Kopf und weg. Und dadurch, dass du die unterschiedlichsten Fallen freischalten kannst und so weiter, macht das echt Laune. Echt? Echt. Er hängt! Verdammt! Quatschkopf. Also es ist bitter, wenn du den Scheißdreck eigentlich runterschlucken müssen, in dem Augenblick kommt der Rülpser hoch. Ja. Dieser Rülpser wurde Ihnen präsentiert von Now. Der war schlecht. Nee, es war die Wahrheit. Ja, das auch. Und sonst so? Und sonst so? Was das genau heißt, seht ihr hier. Echt? Ja, das ist Route. Route? Ralf Route? Na, es ging nur um Sehen, schon ach so, klar. Ja, es ist ja leck mich am Arsch, Heinz Dürrenbach, die olle Kackwurst. So geil. Wir sollten Route tatsächlich mal einfach anfangen. Einladen. Der soll herkommen. Oder herkommen, genau. Der. Also Ralf, wenn du das jetzt siehst, genau. Komm her und sauf in uns irgendeinen Scheiß. Und dann lassen wir so ganz dezent Thorsten Dörnbach reinlaufen. Und der Ralf Rute, die olle Kackwurst. Ja, leckt mich am Arsch. Müsste Rute nur noch passend dazu einen eigenen Energy Drink rausbringen. Oder ein Dildo. Oder ein Dildo. Rute. Ne? Get it? Wir probieren Dildos. Nein. Nein. Na, wie schmeckt er denn? Einmal durch die Kimme gezogen und rein in den Mund. Da bekommt der Ausdruck, ja, leckt mich am Arsch, ganz anders. Böse Bedeutung. Oh Gott. Auch sehr schön davon ist Biber und Baum, sehr zu empfehlen, auch der Song, der darin vorkommt. Das ist so typisch dieses Itchy and Scratchy und alles Mögliche. Ja, genau das. Sehr geil. Ich werde mir auf jeden Fall seine Bücher zulegen, die sind auch gut. Ich habe bisher, lustigerweise hat er auch eine App rausgebracht, wo du dir dann seine neuesten Comics da angucken kannst. Finde ich auch sehr cool. Da hat mein Bruder sogar schon ein Buch. Der hat von, ich meine zumindest, dass es der von Route ist. Der hat verschiedenste Bücher rausgehauen. Route... Und dann der Typ, der diese ganzen Nachrichten auf Schwäbisch synchronisiert. Ja, genau, genau. Ja, ja. Das Scheißdreck irgendwas heißt. Scheißdreck basiert halt. Genau. Das ist so lustig, das Buch, alles auf Schwäbisch. Und dann gibt's einen Comic, wo dann eben abgebildet ist, wie im Himmel bei Petrus einer anfragt und dann, was, 72 Jungfrau, da sind sie hier falsch. Oblätle? Einfach großartig. Der Mann trifft genau meinen Humorfaktor. Das ist so geil.
Da gibt es auch ein sehr geiles Making-of von ihm, wie er eben zu Hause seine Wohnung rumzeigt und erklärt, wie er so arbeitet und so. Also das hier ist das Wohnzimmer, da bin ich nie. Das hier ist die Küche, da esse ich was. Und das ist der Kühlschrank. So ungefähr. Da leck mich am Arsch, ein Kühlschrank. Ach Gott. Alter, das ist glaube ich das erste Mal... Das sind die Finger, aus denen ich mir die ganze Scheiße sauge. Sonst bin ja ich immer hinten dran mit dem Vernichten, aber heute hast du... Nö, du bist wie immer, oder? Ja, mir geht's gut, wohl. Alter. Machen wir kurz Pause? Nö. Ich meine vom Video her. Nö. Na doch. Bis gleich. Und so. Nimmt's mal wieder auf? Ja, ja. Also seid mal wieder da. Mahlzeit. Ja, ja. Das ist seit langem, vor allem muss man ja dazu sagen, das ist seit langem mal wieder ein Zeug, was einfach uns so schmeckt, dass wir es nicht wegkippen können danach. Das wissen die ja gar nicht, dass wir das wegkippen. Psst. Ey, es ist manchmal echt so, dass wir mehrere Folgen am Stück drehen und du kannst dir nicht alle reinleiern. Wir würden natürlich, weil wir denken so, manche von denen sind einfach entweder so geil oder sie sind einfach so scheiße teuer, dass ja, sie nicht das, den Abfluss runterleeren kann. Man nicht, aber wenn man mehrere Folgen am Stück dreht, dann kannst du dir das nicht alles reinleiern. Aber das schmeckt einfach so zu gut, dann ist, da ist uns jetzt der Schädel einfach scheißegal. Kaufen uns einen neuen danach, ne? Genau. Im Second-Head-Shop. Ja, dieses Leben wird sowieso überbewertet. Ja. Braucht doch keiner. Next. Du machst halt echt schlapp. Mhm. Im Vergleich zu sonst... Ja, genau, weil sonst bin ich immer der. Aber gut, dafür redest du mehr. Bitte. Richtig. Ich will auch mal zum Zug kommen. Der lässt mich ja sonst nie reden, der Drecksack. Ich sitze hier sonst immer so mit so einem roten Gummiball im Mund. Boah, Bondage, Alter. Die Bondage-Sachen von der Dildo-Folge. Und wie findest du den mal so? Oh Gott. Alter. Nachhaltiger Genuss steht auch drauf. Dann müsste das eigentlich das Nachgeschmackswunder sein. Das ist es ja nicht. Weil doch, nachhaltiger Redberry. Geschmack, den merkst du am nächsten... Ja gut, der Redberry schon, das stimmt. Den schmeckst du dann wie die McDonald's... Hamburger noch 3 Wochen später zwischen den Zähnen. McDonald's ist so ein Dreck. Ja. Ganz ehrlich. Da gibt es so viel Fastfood, was zwar auch immer noch schlecht ist, aber trotzdem zigmal besser. Ich gehe es gerade im Kopf durch. Geil finde ich auch, dass KFC sein Hühnchen nicht mehr Hühnchen nennen darf. Ja? Nee, das ist so verzichtet. Nein, sie dürfen das wahrscheinlich schon Hühnchen nennen, aber sie dürfen sich nicht mehr Kentucky Fried Chicken nennen. Sie müssen oder sich so. KFC nennen, ja, genau. Weil es kein Chicken mehr ist. Ja. Sondern weil es so gentechnisch und durch Überzüchtung manipuliert wurde, also hauptsächlich durch Überzüchtung, dass die Viecher so fett sind. Oder einfach 8 so Beine haben oder so. Oder sowas, dass sie nicht mehr biologisch als Hühnchen zu bezeichnen sind. Deswegen heißt KFC und KFC nicht mehr und Kentucky nicht mehr Fried Chicken. Kentucky schreit Ficken. Darf ich sie hier mal an die Beke titten? Mein Gott, sind die heute flach. Alter, ich mach echt schlapp. Ach, scheiße. Sie möchten ein Couch-Spabrio gewinnen? Einen Ficken-Schlitzer? Wir sind so schlecht! Wir sind so schlecht! Wir sind so schlecht! Ach was. Nee. Doch. Ja. Ach. Ach. Ich hätte auch Aha sagen können. Oh. Man gönnt sich ja sonst nichts, Alter. Man gönnt sich ja sonst nichts, Alter. Nee, bei mir kam gerade jetzt voll die schwarze voll das Johannis, Land mit. Nee, die schwarze Johannisbeere mit durch. Das ist, wirkt jetzt auch leicht säuerlich. Gesundheit. Gesundheit. Das finde ich auch geil, dass die Amis Gesundheit sagen. Oder die Engländer auch sich angehört. Ja, die Engländer nicht so. Nicht aber so auch. Also, ich habe zum Beispiel, was ich jetzt gerade auch gucke, ist zum Beispiel verstärkt Top Gear. Ich weiß nicht, ob das hier. Es läuft, glaube ich, inzwischen auch auf deutschen Kanälen. Ja. Natürlich am besten. Es wurde auch kopiert von den Amis, die haben Top Gear gemacht. Aber ein eigenes, was natürlich wesentlich schlechter ist. Aber natürlich ist es als Original mit dem wunderschönen British English oder besser gesagt. Der Mixmasch von Jeremy Clarksons Yorkshire-Englisch-Dialekt und die anderen beiden noch, wie heißt der, James May und Hammond. Sehr geil einfach. Die Jungs sind so krank. Generell, britisches Fernsehen ist einfach, der Humor ist geil, dieser schwarze, dreckige Humor, der einfach so buff, ins Gesicht, mitten in die Fresse.
Und ja, generell, also ich kann britische Serie nur empfehlen. Misfits zum Beispiel, ist nicht schlecht. Doctor Who. Doctor Who sowieso, aber da braucht man so lange zum Gucken. Ich meine, allein jetzt Doctor Who 2005, also die neue Serie dann, die angefangen hat mit, wie hieß er, Christopher, oder wie hieß er? Das brauchst du mir nicht sagen, ich guck's nicht so. Wie hieß denn der Bösewicht aus Nur noch 60 Sekunden, weißt du das? Ah, oh, der war auch bei Top Gear zu Gast. Ja, der war der erste Doctor Who der neuen Serie. Ah, okay. Und also, der. Ja, danach war es David Tennant und jetzt ist es gerade Matt Smith. Und es ist einfach alleine da, was da schon an Staffeln draußen sind. Ja, klar. Und wenn du dann noch versuchst, die... Ist das nicht die längste Serie überhaupt, die es gibt? Ja, die längste. Seit wann nehmen die auf? Seit... Sind es die 60er, die 70er? Ich meine... Ja, irgendwann... Auf jeden Fall irgendwann lange. Anfang der 60er. Lange. Gesundheit. Alter. An dieser Stelle unter erbreche ich jetzt. Mehr geht nicht. Sollen wir nochmal Pause machen? Ja, bitte. Oder sollen wir ganz aufhören? Ich glaube, es reicht. Naja. Ihr hattet eure Unterhaltung. Das habt ihr jetzt davon. Das habt ihr jetzt davon, dass ihr euch den Scheißdreck reinziehen müsst. Wir haben es nicht mal geschafft. Wir haben versagt. Fail. Ja, in diesem Sinne. Mahlzeit.